Nur ein deutscher Name des Geistes erreicht Wahrnehmung und Klang über den Atlantik hinweg und besetzt die erste Stelle der Preisliste für künstlerische Güter. Josef Beuys. Stets ist er erkennbar und erkenntlich an seiner eigenen Silhouette, dem unerbittlichen Hut. Er hat eine bannende Wirkung. Aus dem Schurmur belangloser Gegenstände macht er Gebilde, die er zur Kunst erklärt. Irritierend ist die Weltanschauung, die mitgeliefert wird. Sie schießt sich auf einen Positivismus ein, der längst überwunden ist. Über Filz und Fett trägt Beuys dem Menschen den Eintritt in eine konfliktlose Gesellschaft an, in der Staat und Ordnung in Seligkeit verschwinden. Bei so einem schönen Wetter, in so einer schönen Gegend zu wandern, das gehört zu dem Schönsten, was sich der Mensch überhaupt wünschen und vorstellen kann. 1979 wird die Bundesrepublik 30 Jahre alt. Ihr fünfter Präsident, der CDU-Politiker Karl Carstens, ein Mann von streng konservativem Zuschnitt. Nicht der Wunschkandidat der Mehrheit, umstritten wegen seiner NS-Vergangenheit, bemüht sich Carstens, die Popularität seines Vorgängers Walter Scheel zu erreichen. Zu seinen Tugenden zählen Pflichtbewusstsein, Tüchtigkeit und vornehme Schlichtheit. Das Land ergeht sich in komplizierten Widersprüchen. Noch nie war die Begrenztheit der Rohstoffe so bewusst. Aber noch nie zuvor wurde bei steigenden Preisen so viel Erdöl verbraucht wie in diesem Jahr. Die Abhängigkeit von Technik und Fortschritt wird deutlich, als zu Beginn des Jahres zwei Schneestürme über den Norden der Bundesrepublik hinwegfegen. Wochenlang sind Dörfer von der Umwelt abgeschnitten, der Verkehr lahmgelegt, die Stromversorgung unterbrochen. Bauern in Schleswig-Holstein können ihr Vieh nicht versorgen, Industriearbeiter mit ihren Autos nicht den Arbeitsplatz erreichen. Der Schaden geht an die Milliardengrenze. Für künftige Katastrophen empfehlen die Behörden kleine Öfen, Briketts und Hartspiritus. Die Bevölkerung in den nördlichen Bundesländern übt sich vorübergehend in gegenseitiger Hilfe und Solidarität. 40 Tage lang bei Kälte und Schnee stehen Stahlarbeiter Streikposten, einer der längsten Arbeitskämpfe in der Bundesrepublik. Darin gemessen ist das Ergebnis für die Metaller mager. 4% mehr Lohn, etwas mehr Urlaub und Freizeit. Der Einstieg in die 35-Stunden-Woche wird auf unbestimmt vertagt. Protest auf der Straße als politisches Druckmittel wagen die Bauern von Gorleben, dem Standort des geplanten integrierten Entsorgungszentrums. Die eher konservativen Landbewohner wehren sich einfallsreich gegen das größte und riskanteste Industrievorhaben, gegen die Wiederaufbereitung und Endlagerung von Atommüll. Ihrem Trek nach Hannover schließen sich Zehntausende an. Hergekommen sind wir, um Ihnen ganz klar zu sagen, wir werden es nicht hinnehmen, dass Sie die Anlage bei uns bauen. Diese geschlossene Demonstration des Bürgerwillens macht Eindruck. Im Mai weigert sich die niedersächsische Landesregierung, dem Bau der Wiederaufbereitungsanlage zuzustimmen, weil dies gegen die Bevölkerung nicht durchzusetzen sei. Ministerpräsident Albrecht, ich will im Land keinen Bürgerkrieg. Auf dem Gelände in Gorleben dauern die Proteste gegen die Probebohrungen an. Demonstranten fordern den totalen Ausstieg aus der Kernenergie. Zwar gibt die Bundesregierung in diesem Jahr mehr Geld aus, um alternative Energien zu erforschen, um den Abbau der heimischen Kohle zu fördern. Dennoch, Bundeskanzler Helmut Schmidt will gegenwärtig auf Kernenergie nicht verzichten. Mit den Ländern einigt er sich im September auf ein Konzept für atomare Zwischenlager. Erfolge für die Kernenergiegegner auch anderswo. 4 Mitglieder der Grünen Liste ziehen im Oktober in das Bremer Stadtparlament ein. Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen erhalten sie bis zu 25% der Stimmen. Damit werden die Grünen zum Unsicherheitsfaktor für die Bundestagswahlen 1980. In der Bremer Bürgerschaft stören sie jetzt schon. Nach § 46 der Geschäftsordnung sehe ich mich genötigt, Ihnen einen Ordnungsruf zu erteilen. Und sind schon die Wälder. Ein neuer politischer Stil, ein neuer unkalkulierbarer politischer Gegner, bei dem sich Kommunisten und konservative Ökologen verständigen und bundesweit organisieren wollen. Einer, der das brüchige Bündnis unter den Grünen festigen will, der DDR-Regimekritiker Rudolf Barrow. Im Oktober nach 2 Jahren Haft in die Bundesrepublik entlassen, warnt der Kommunist trotz alledem vor ideologischer Enge. Die Sozialisten brauchen die Grünen, weil die Sicherung des Überlebens die Bedingung dafür ist, dass ihre alten Ziele erreichbar bleiben. Die Sozialisten werden gebraucht von den Grünen, weil das Überleben nur gesichert werden kann, wenn der Antriebsmechanismus der Monopolkonkurrenz außer Betrieb gesetzt wird.